Toulon Blondeau wurde mit 6 Jahren bekannt als das schönste Mädchen der Welt. Nun ist die Französin 20 und arbeitet als erfolgreiches Model. Eigentlich postet Toulon auf Instagram Fotos von ihren Shootings. Wie jetzt bekannt wurde, musste Toulon wie viele andere Frauen wegen einer Zyste an den Eierstöcken notoperiert werden. Im Oktober 2021 postete Toulon ein Foto von sich im Krankenhaus. Das Foto kommentierte sie mit einem emotionalen Text ihrer Leidensgeschichte. Denn ein Jahr zuvor wurde das Model notoperiert, weil eine Zyste an den Eierstöcken geplatzt war und heftige Schmerzen verursachte. Doch auch einige Zeit nach der Operation litt sie unter starken Beschwerden und war daraufhin bei verschiedenen GynäkologInnen. Doch niemand nahm sie wirklich ernst, wie das Model jetzt offenbart. Erst als die Schmerzen so stark waren, dass sie diese kaum noch aushielt, stellte ein weiterer Arzt die rettende Diagnose. Heute geht es mir endlich besser, ich fühle mich endlich frei, ich dachte wirklich, ich sei verrückt, weil ich mich so lange über meinen Magen beschwert habe. Ich bin froh, dass ich nie aufgegeben habe.